Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Breukmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Lütke Falk wird die Partie heute pfeifen. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Und Einwurf gibt's. Knapp am Eckball vorbei sozusagen. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Die Saison läuft nun schon eine Weile, da sind seine 5 Saisontore nicht wirklich genug, um seiner Mannschaft zu helfen. Die verstehen sich blind. Blädel. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Blädel. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Er attackiert ihn, er will den Ball. Röcker. Blädel. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Der könnte passen.
Und der Ball geht deutlich drüber. Der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Fürstner. Guckt sich um, ob jemand mitgeht. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Geklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Da musst du kämpfen um den Ball, dann hast du ihn auch. Draus machen. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zu Hause sitzen könnte mit meinem wunderbaren Apfelkuchen auf dem Sofa, das wäre schon eine schöne Vorstellung. Ja, und ich würde mich daneben setzen und wir würden eins garantiert nicht tun, dieses Fußballspiel anschauen. Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Verstehen sich blendend. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Das Unentschieden reicht nicht aus ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Brillant gemacht. Fürstner. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an.
und Einwurf. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Eine Rangelei um den Ball. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Pledel. Achtung! Und jetzt haben sie es, das Tor! Also dieses Tor, das passt überhaupt nicht auf. Nee, vor allem passt das nicht zur glänzenden Leistung des Keepers bisher. Aber gut, sind wir ehrlich, Manni, du kannst auch nicht jeden halten. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Jetzt endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Das hat bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Fürstner, schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Die Fans, sie sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Stefan Schröck. Fürstner. Jetzt haben sie die Chance. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Nochmal eine Auswechslung. Und uns wundert überhaupt nicht hier oben. Es kommt ein Verteidiger. Also das ist das, was man als Automatismus bezeichnet. Das muss nach normalem Verständnis jetzt auch passieren. Fürstner. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden Sie auch die Lücke. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Die Flanke kommt nicht durch. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Fürstner. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Böcker. Ein Traumpass. Oh! Und da ist doch noch der Ausgleich. Tor! Das ist ja fast nicht zu glauben. Und sie haben doch tatsächlich nochmal zugeschlagen. Ich hätte es nicht für mich. Überragend. Was für ein Fußballspiel. Was für eine Dramatik. Die hatten das Ding doch schon verloren. Das gibt's doch gar nicht. Und dann dieses Tor. Wahnsinn!
Und Achtung, genau hingeschaut. Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache, Abstoß. Wir hätten gerne einen, aber wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.